Haben Sie schon einmal davon gehört, dass es Menschen geben soll, die Licht essen können? Die sich nur von Licht ernähren? Glauben Sie das? Also ich habe es nicht geglaubt. Beim Fernsehen ist mir irgendwann in den 90ern aber zufällig diese Dokumentation über den Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von Flüe untergekommen. Der soll sich die letzten 20 Jahre seines Lebens nur von göttlichem Licht ernährt haben. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich über dieses Phänomen einen Film machen würde, der mich viele Jahre beschäftigen und rund um den Globus führen würde. Aber das ist die folgende Geschichte. Nikolaus von Flüe hat bis zu seinem Lebensende nicht gegessen und getrunken. Das waren 20 Jahre oder annähernd 20 Jahre. Und das ist bezeugt, aber es ist natürlich nicht erklärbar. Das ist es. Ehrlich gesagt habe ich Nikolaus von Flüe nach der anfangs erwähnten Dokumentation wieder vergessen gehabt und auch der Mythos der Nahrungslosigkeit ist mir nicht mehr in den Sinn gekommen, bis ich Dieter kennengelernt habe. Ich ernähre mich von keinem festen Nahrungsmittel, sondern trinke nur. Aber beim Trinken tue ich mir auch mal Geschmacksstoff rein. Nicht? Ein paar Tropfen Tamari ins Wasser, dass man noch was schmeckt. Oder Ginger nicht? Und so weiter. Aber ich ernähre mich nur von Flüssigkeit. Aber nicht? Man kann ihm nicht sagen, dass du Kalorien zu dir nimmst. Nein, das kann man nicht. Nein, ich nehme irrsinnig viel Kalorien zu mir, aber von einer anderen Ebene. Seit wann genau machst du jetzt Lichtnahrung? Seit 1998. Seit 1998. Ich habe das Buch schon lange stehen gehabt. Nicht? Das habe ich mir einfach das Interesse mitgehabt, weil ich gelesen habe, Lichternährung. Nicht? War für mich kein unlogischer Schluss, nicht? Denn für mich sind Menschen Lichtwesen. Und oft hat mich einer gefragt, ja, stehst du dann in der Sonne oder was machst du? Ich gesagt, mit dem Licht hat das nichts zu tun, sondern Licht wird dort als eine der höchsten Frequenzen bezeichnet. Nicht? Im August 1998 habe ich dann den 21-Tage-Lichternährungsprozess durchgeführt, wobei die ersten 7 Tage das schwierigere Kriterium sind, weil man da weder was essen noch einen Tropfen Flüssigkeit zu sich nehmen darf. Nach der ersten Woche beginnt man dann mit klarem Wasser und nach den 21 Tagen, als der Prozess vorbei war, war auch kein Bedürfnis zu essen mehr vorhanden. Und dann ist es langsam weitergegangen, bis bei 50 Tagen, wo ich mir gesagt habe, so, jetzt kenne ich niemanden mehr, der 50 Tage gefastet hätte oder so weiter. Und dann war ich schon überzeugt, dass es einfach funktioniert. Nicht, ja.
Also das Vertrauen wächst. Nicht? Für mich war es ja ein Vertrauensprozess. Ich habe jetzt noch dazu das Vertrauen, wenn ich alles verliere, ich brauche nicht einmal was zum Essen. Nicht? Und wenn es einmal so weit ist, dass ich mir sage, ich möchte was anderes machen, dann mache ich es anders. Dann höre ich auf damit. Nicht? Weil ich brauche es mir jetzt nicht mehr beweisen. Ich würde mir auch nie für ein medizinisches Ding zur Verfügung stellen, weil das würde mein Gefühl zu der ganzheitlichen Ebene einfach beleidigen. Weil, wenn ich mir die Ärzte anschaue, nicht, ist ja keiner bereit, nicht einmal noch nachzudenken über dieses Thema ernstlich. Nicht. Irgendwoher muss ich die Energie für meine Lebensvorgänge nehmen. Wenn ich keine zuführe, frage ich mich bitte, wo nimmt er seine Energie her fürs Herz, für die Leber, für die Atmung? Wenn jetzt jemand sagt, ich esse nichts seit Jahren und lebe noch, dann würde man primär daran zweifeln, dass diese Aussage richtig ist. Begriffe wie Lichtnahrung verstehe ich überhaupt nicht, weil wir keine Pflanzen sind, sondern eben Menschen und darauf angewiesen sind, dass wir Energie zugeführt bekommen in einer Form, die wir auch verarbeiten können. Wenn es das wirklich dieses Phänomen geben würde, dann dürfte keiner mehr verhungern. Und wir haben viele Gebiete auf dieser Welt, wo Hunger vorherrscht und wo noch sehr viele Menschen sterben aus Hunger. Warum denn dann? Es gibt keine einzige nachweisbare Studie, die zeigt, dass man also über 2 Monate hinaus Energiereserven anlegen kann. Das heißt, diese Behauptungen würde ich für reine Behauptungen halten. Mir persönlich fehlt halt wie immer als Wissenschaftler der wissenschaftliche Beweis. Und das macht natürlich misstrauisch. 6 Jahre ohne Essen. Die 42-jährige Australierin Jas Mohin behauptet, seit 1993 keine Nahrung mehr zu sich genommen zu haben. Sie lebt von Licht, Luft und Liebe. Herzlich willkommen, Frau Jas Mohin. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Sie sind eine Botschafterin dieser Lehre, die Sie selbst leben. Was ist das Geheimnis hinter Ihrem Leben? Das ist kein Wunder. Das ist das Ergebnis einer höheren Macht. Wir beziehen eine alternative Nahrung, die wir Prana nennen. Primarius Dr. Walter Eben von der Neuen Wiener Privatklinik, ein Internist. Wir reden von 6 Jahren. Das ist unmöglich. Ist das aufgelegter Schwindel? Ja. Widersprüche, Widersprüche und noch mehr Widersprüche. Das ist das Ergebnis meiner Lichtnahrungsrecherche im Internet, die mich definitiv nicht schlauer macht. In einem der Foren zum Thema lerne ich dann aber Axel kennen. Er will den Lichtnahrungsprozess selbst ausprobieren und erklärt sich bereit, die 21 Tage mit einem Videotagebuch zu dokumentieren. Ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt. Ich habe vor, auf jeden Fall jeden Tag was aufzunehmen. Für mich ist festgestanden im Herbst, dass ich den Prozess oder die Umstellung machen werde. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Australierin Jas Mohin schlägt einen 3-wöchigen Prozess vor. Erste Woche weder essen noch trinken und die anderen beiden Wochen dann mittrinken. Danach nicht mehr essen, mal sehen, das schaue ich, wenn es dann soweit ist. Ja, jetzt möchte ich meinen letzten Schluck Wasser für eine ganze Woche trinken. Hier drinnen. Prost. Heute ist der 27. März. Es ist 19 Uhr. Der erste Tag des Lichtnahrungsprozesses. Es geht mir sehr gut. Es ist der dritte Tag. Es ist ca. 16 Uhr. Ich war gestern viel zu müde, noch zu filmen. Ich war komplett K.O. und habe auch 14 Stunden geschlafen bis heute in der Früh. Heute ist auch der Kreislauf etwas schwach, etwas langsam. Heute ist der 30.3. Es ist der vierte Tag des Lichtnahrungsprozesses. Es ist 12 Uhr mittags.
Ich habe das Gefühl, immer schwächer zu werden. Und das ist aber seit gestern, seit mehr als 12, 24 Stunden. Und deswegen werde ich den Prozess etwas ändern. Das heißt, ich werde jetzt dann wieder meinen ersten Schluck Wasser trinken. Es macht für mich auch Sinn, weil erstens, es macht keinen Spaß mehr, das Ganze. Es wird mühsam und anstrengend. Das ist über kurze Zeit okay, aber über längere Zeit nicht mehr. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil ich einfach nicht mehr so recht zu Kräften komme. Und das ist er. Das ist der erste Schluck. Es ist eine Wohltat. Na, das ist keine Lichtnahrung. Als Arzt muss ich einfach sagen, 7 Tage nichts trinken, das kann ich nicht empfehlen. Ich denke mal, es wäre gut für ganz viele Menschen, wenn sie einfach erfahren würden, was Fasten für sie leisten kann. Und dazu sollten sie viel trinken. Und dann sind die Nieren gut durchspült und ist es gesundheitlich in der Regel ohne Risiko. Wenn man dann mal aus spirituellen Gründen, religiösen Gründen länger fastet, wird man eh in so einen Bereich kommen, wo man merkt, nach 3, 4 Wochen, hoppala, ich nehme gar nicht mehr richtig ab und ich lebe sehr gut. Ich habe eher bessere Zugänge zu der Natur, zu den Naturreichen. Und dann geht es ja sowieso in diese Richtung. Ich würde nicht propagieren wollen, jetzt also gleich mit so einem Nichtnahrungsprozess und 7 Tage nichts trinken. Ja, wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel auch sehr schlecht gegessen hat, sehr vergiftet ist, schon Krankheiten mitbringt, dann ist ja schon Fasten oft einmal schwierig und braucht eine ärztliche Betreuung dabei. Das jetzt mit Nicht-Trinken zu verbinden, das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Würde ich wirklich dringend dafür warnen. Wahnsinnsdiät. Heidi Meier hatte einen Hang zur Esoterik und wollte nur von Luft, Licht und Liebe leben. Nach 8 Tagen starb sie. Ein Tod, der viele Fragen aufgeworfen hat, weil er im Zuge einer sehr extremen Fastenkur aufgetreten ist. Frau Doktor, was kann passieren, wenn man 7 Tage nichts isst und vor allen Dingen 7 Tage nichts trinkt? Das größere Problem ist eben das Nichtstrinken. Unser Körper besteht zu einem großen Prozentsatz aus Wasser. Das heißt, vor allem ein Flüssigkeitsmangel über eigentlich mehr als 3 bis 4 Tage führt in der Regel zum Tod des Menschen. Deswegen ist eigentlich das Flüssigkeitsdefizit das größere Problem. Neben dem Todesfall in Österreich machen international noch 3 weitere Unfälle im Zusammenhang mit dem Lichtnahrungsprozess Schlagzeilen. In Deutschland fällt der Kindergärtner Timo Degen am 8. Tag ins Koma, nachdem er 7 Tage nichts getrunken hat. Er stirbt einige Wochen später im Pflegeheim. In Australien erleidet die 53-jährige Lyon Morris während dem Prozess einen Schlaganfall. Die meisten Schlagzeilen macht aber der Fall der 48-jährigen Verity Lynn, die während ihres Lichtnahrungsprozesses in der Einsamkeit der schottischen Highlands zu Tode kommt. I remember when Verity Lynn died in Scotland. She died from exposure to the elements and dehydration. Now in my book we say when you start the 21-day process, don't go outside, don't move, stay inside, conserve your energy. She chose not to do that. They found my book with her, no evidence of food or liquid, and so they just said, well, Jasmeen killed this woman. The media in England and Scotland and Australia at the time was, you know, breatharian guru Jasmeen, blonde bimbo, murders people. I've spoken to over 900 million people through media over the last decade. So the reality of this is planted in the field. I agree, most people I've spoken to about this through the media have said, oh, crazy woman, shh, not possible. But at least they've talked about it. At least it's put the idea that maybe, maybe, maybe it's possible in the field. So as we accept something as being possible, the doors to this open more and more. So remember, what we focus on, we feed. That's an object.
So therefore, when I went through this initiation in 93, I was able, as a consequence, to attract enough cosmic particles to really be able to nourish my body in a completely different way. And similarly, after learning to live on light, I started to learn that if I wanted to satisfy flavor and the odd feeling I wanted for flavor and taste, which I still wanted, and I took a piece of chocolate, which I liked, but people would go, oh, how could you do that, have prana and chocolate? Because I'm finding in this path that once you've proven to you that prana can nourish you, give you all your vitamins, minerals, everything you need, once you've given yourself that freedom by living it, there's nothing else to prove to anyone else. It just worked for me. You know, I could say, I made the mistake early on, I guess you could say, if things are seen as mistakes. I just assumed that if I could do the 21-day process and it gave me this gift of living on prana, that that would happen for everybody. But I realized that's not true. Im Internet finde ich dann viele Geschichten von Menschen, die den Lichtnahrungsprozess erfolgreich absolviert haben. Es sollen mehrere tausend allein im deutschsprachigen Raum sein. Aber wie geht es Ihnen und vor allem, essen Sie noch? Antworten bekomme ich in Berlin. Ich bin Pauline. Seit schon 5 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema Lichtnahrung. Vor ein paar Jahren habe ich 3-mal diesen Lichtnahrungsprozess durchgezogen. Habe ich 2-mal geschafft, 3 Monate von Prana leben. Es gibt natürlich so einen gewissen Reiz, so eine Faszination, mit dieser Idee frei zu sein von jeglicher Ernährung über stoffliche, materielle Substanzen. Ich habe da dann noch so diese wissenschaftliche Seite, das so logische Denken, das hat gesagt, nee, das kann doch nicht sein, Lichtnahrung, man lebt von Licht, das ist doch Kappes, das geht nicht. Und dann habe ich aber noch diese nette abenteuerliche Eigenschaft, die sagt, mach doch einfach mal und guck, ob was daraus wird, könnte ja lustig werden. Ich habe auch bemerkt, wie stark dieser Gedanke, nach 3 Tagen wirst du sterben, 4 Tage ohne Essen und Trinken, da ist man tot, wie stark das in mir gelebt hat. Und gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, hab Vertrauen, du bist voll in guten Händen. Ich habe das in einer Gruppe gemacht mit 9 Leuten zusammen und da hat auch am 4. Tag hat mein Gewicht aufgehört runterzugehen. Ich habe das Gewicht dann stabil gehalten, ich habe dann so unter 50 Kilo gewogen und ich habe richtig gemerkt, jetzt bin ich genährt. Also das war wie so ein Aha-Erlebnis. Ja, vielleicht von außen sah es sicherlich so aus, dass ich sehr schwach war in diesen ersten 7 Tagen, aber mit dem ersten Schluck Wasser war es wirklich wie nach der Dürre. Diesen ersten Schluck Wasser, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Und, aber alle wollten wir über ein halbes Jahr nichts essen danach. Und dann nach den 3 Wochen ist die Gruppe dann also da auseinandergegangen. Bin dann nach Bayern zu meiner Mutter gefahren und habe dann am nächsten Tag wieder angefangen zu essen. Zwar vorsichtig, aber alles Mögliche ausprobiert. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, jetzt haben wir alle verabredet, dass wir nichts mehr essen. Und dann habe ich die anderen angerufen, die haben auch alle gegessen. Und wir hatten alle das gleiche schlechte Gewissen. Ich habe direkt wieder angefangen zu essen. Das war mein Fehler, dass ich sofort, auch noch sogar am Sonntag, das war noch gar nicht richtig abgeschlossen, Sonntagabend habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, ach, isst mal einen Toast. Dann habe ich den gegessen und habe gesagt, okay, isst mal einen Toast mit Käse. Und ich habe gedacht, ja gut, machst du so weiter, isst halt einen Toast mit Käse und Schinken, das Ganze noch in die Mikrowelle rein. Ja, das war schon quasi sozusagen der Rückfall wieder in die Normalität. Also mein Stand der Dinge lässt sich ziemlich einfach beschreiben. Ne? So einfach geht das. Ich esse derzeit.
Also ich habe den Prozess auch gemacht und habe für mich festgestellt, dass das, was es mir gebracht hat, diesen Prozess gemacht zu haben, ist, dass ich danach konzeptfrei essen konnte. Und zwar nur nach Impuls und nach Wohlfühlgefühl. Das ist ein Ausdruck, konzeptfrei. Und das ist recht. Und das genau. Dieser Gedanke, ich muss essen, um zu überleben, den gibt es einfach für mich nicht mehr. In Berlin höre ich dann auch von einem Mann, der nach dem Prozess nicht wieder zum Essen zurückgekehrt ist. Und die Spur führt nach Österreich. In Saalfelden sind da etliche Menschen schon durch den Brennerprozess durchgelaufen. Ja. Wobei da so ist, dass die meisten Menschen eben wieder feststofflich die Nahrung zu sich nehmen. Ja, was ich heute weiß. Ja. Was war deine Frage? Ich habe mir beschlossen, diesen 21-Tage-Prozess für meine Freiheit zu durchlaufen. Und ich habe dann ganz klar, das hat meinen emotionalen Körper sehr beruhigt, dass ich ihm gesagt habe, in dem Moment, wo man hungert oder wo man sonst einen Gelust, werden wir das sofort stillen. Ja, da werden wir sofort was essen. Ja. Und es ist aber seit 7 Jahren durch die Umstellung der ganzen veränderten Energieaufnahme kein Hunger aufgetaucht. Ich brauche nicht um 12 Uhr Mittag heimgehen, jetzt muss ich essen. Ich komme 12 Uhr Mittag nach Wien spazieren. Ich kann machen, was ich will. Das ist der Hauptfokus, Freiheit. Ich brauche auch nicht 300 Euro für Ernährung im Monat. Für 300 Euro muss man etliche Stunden arbeiten. Das ist die nächste Faktum Freiheit. Ich brauche also auch nicht arbeiten für die Nahrung. Ich spaziere da schon wieder um die Zeit, spaziere da schon wieder am Berg um, wo andere noch Mittagsschlaf machen. Ja? Da bin ich schon wieder aus durch und erlebe lustige Sachen. Menschen haben die Vorstellung, dass sie eben grobstofflich das was angreifen müssen, das funktioniert. Weil da gibt es derart viele Phänomene, die nicht sichtbar sind und die muss er trotzdem glauben, aber er kann es nicht erklären. Der Mensch fürchtet sich vor allem, was nicht erklärbar ist. Eine Pflanze, wenn es wächst, macht einmal Photosynthese. Die macht auch Verstoffwechselung von Licht. Und du isst dann dieses verstoffwechselnde Licht und musst es wieder zerlegen. Das heißt, wenn du einen Kartoffel isst, hast du eine Verstoffwechselung des Lichts von diesem Kartoffel. Und den Stuhl, das Grobe, scheidest du wieder aus. Du holst nur das Licht. Du machst auch Photosynthese im Magen. Wie ist das bei dir dann? Wie holen wir es direkt, das Licht? Ich brauche einfach keinen Stuhl mehr. Es fällt der Stuhl weg, okay? Das ist alles. Wenn ich in der Stadt bin, dann verdichten sich die festen Formen von Prana wieder mehr. Das habe ich auch schon ganz klar festgestellt. Wenn ich 4 Tage in Wien bin, dann ist es am Schluss ganz fein, wenn man am Abend einen Liter Sojamilch hat. Wenn ich sehr viel in der Natur bin, dann löst sich diese Dichtheit des Pranas immer mehr auf. Und ich kann eigentlich von Luft und Wasser total füllig leben. Ja. Für mich ist es ein interessantes Phänomen, aber letztendlich möchte ich diese Phänomene einmal stationär sehen, die sich wirklich unter die Lupe der Wissenschaft begehen, dass man wirklich schaut, was die zu sich führen, dass man wirklich auch die Parameter alles misst. Ich wurde permanent überwacht per Videokamera, 24 Stunden am Tag. 10-Tage-Experiment, ein Haufen Daten wurden da erfasst, jeden Tag. Es ist mir ein großes Anliegen, diese wissenschaftliche, ganz konventionelle, solide Aufarbeitung dieser Fragen, die sich an diesem Phänomen anknüpfen, auch anzugehen. Ja, mein Name ist Michael Werner. Also ich habe diesen Lichtnahrungsprozess gemacht im Januar 2001. Und seitdem habe ich nichts mehr gegessen.
Naja, ich bin Naturwissenschaftler und da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein? Wie kannst du das vor Kollegen oder in der Szene vertreten oder machst du dich da irgendwie zum Hampelmann oder so? Und dann, wenn wir es auch ein bisschen seriös machen, das kommt ja aus einer New Age-Ecke, die ich auch nicht ganz durchschaue und die schon heikle Seiten auch hat. Da wird vielleicht ein hartnäckiger Materialist wird sagen, adieu, das war's. Aber ich kann es nicht ändern, das ist so. Ja, der Kontakt war überraschend und abrupt eigentlich. Das war vor 6 Jahren, da hat mein Sohn geheiratet und da kam eine alte Bekannte unserer Familie zu Besuch und die aß nichts mehr und war dann ein paar Tage bei uns zu Besuch und dann haben wir sie gefragt, was los ist und dann hat sie gesagt, nein, sie hat ihre Ernährung umgestellt auf Lichtnahrung und dann war ich völlig baff, völlig betroffen auch davon und dann hat sie erzählt von einem Buch, von der Jasmohen. Da habe ich mir das durchgelesen. Das hat mich dann nicht sehr fasziniert. Aber es kam dann so, dass ich nach einem halben Jahr dann doch mich entschlossen habe, mich dem zuzuwenden. Und dann habe ich diesen 21-Tage-Prozess gemacht und seitdem lebe ich so. So wie das in dem Buch steht, klang das für mich ein bisschen heikel. Ich habe auch nicht erlebt, dass irgendwelche himmlischen Bruderschaften an mir gearbeitet haben, zumindest nicht direkt. Aber ich hatte in der Nacht vom 3. auf den 4. Tag schon eine Veränderung erfahren. Und zwar in dem Sinne, dass ich am 4. Tag, als ich aufwachte, eigentlich doch erlebte, dass ich nicht mehr faste. Das war einfach evident, das war einfach da. Das war wie wenn man gegessen hat und weiß, jetzt bin ich satt. Also ich war nicht ganz hundertprozentig euphorisch, aber ich habe verstanden, dass er das machen wird. Weil er ein Sucher ist und weil er sich für Dinge interessiert, die so an die Grenzen gehen mit sich und mit allen Dingen. Und wie sehen dann Ihre gemeinsamen Essen aus? Ja, die sehen so aus, dass ich diese Dinge, die man normalerweise so verzehrt, esse. Und dass mein Mann dazu sitzt und etwas trinkt. Das ist ja eine soziale Komponente. Man trifft sich zum Essen, man erzählt, man trinkt was zusammen. Und er macht alles mit, außer Essen. Und wie hat er früher gegessen, was für Esser war? Oh, ein Vielesser, ein totaler Genussesser. Es geht mir einfach gut, seit ich nichts mehr esse. Also das bekommt mir gut, ja, und ich merke das auch. Und das ist, das hat den Preis, dass ich halt nichts mehr esse. Also ich fühle mich gesund, ich bin fit und ich denke schon, dass ich leistungsfähiger bin als früher. Also von der Kraft her und von der Ausdauer. Ich erlebe, je mehr ich meinen Körper belaste, umso mehr Kraft habe ich. Meine Haare wachsen, ja, mein Bart wächst, meine Fingernägel wachsen. Wo kommt das her? Normalerweise denkt man sich, ja, mit der Ernährung nehme ich also Stoffe rein, verdau die in Lego-Steinchen und setze die neu zusammen und dann ist mein Körper halt glücklich und zufrieden. Das ist sicherlich auch ein Stück weit richtig. Die Frage ist nur, ob es nicht auch anders geht. Mein Name ist Thomas Stöckli. Und mein Verhältnis zu Michael Werner ist, ich bin ein Critical Friend. Das heißt, ich begleite seine seltsame Lebensweise, sag ich mal, immer noch kritisch, aber hoch interessiert. Ich finde das total spannend. Ein Wissenschaftler müsste ja, wenn er sowas hört wie die Lichtnahrungsgeschichte, sofort alles stehen und liegen lassen und forschen und sagen, was ist da los, wie gibt's das? Das war dann eigentlich mein Anliegen, mit Michael Werner zusammen das auch wissenschaftlich nachzuweisen. Und uns war klar von vornherein, wenn wir jetzt mit Lichtnahrung und Nahrungslosigkeit ankommen, das wird schwierig, das genehmigt zu bekommen. Das hat mich aber dann schon erstaunt,
wie groß eigentlich, ich nenne das einen Abwehrmechanismus, eigentlich vorhanden ist. Das wurde dann der Ethikkommission vorgelegt. Und bis es dann sozusagen so weit war, dass wir das machen konnten, sind 2 Jahre vergangen. Dieser Versuch fand statt vor 1,5 Jahren. Es waren 10 Tage kontrollierte Bedingungen. Absolut klar, dass nichts gegessen werden konnte. In einem Raum auf einer Intensivstation, den ich nicht verlassen konnte. Das Fenster war vernagelt und das war eigentlich nicht so kompliziert, das Ganze auszuwerten. Und mir wurde auch damals gesagt, naja, wir veröffentlichen das innerhalb von 3-4 Monaten. War auch eine Bedingung von mir, dass das Ergebnis veröffentlicht wird, egal wie es rauskommt. Und Tatsache ist, dass heute, hier und jetzt, nach 1,5 Jahren, die Ergebnisse immer noch nicht veröffentlicht sind. Das Ergebnis der Studie war für mich etwas erstaunlich, fast kann man sagen enttäuschend. Ich habe nämlich in diesen 10 Tagen etwas Gewicht verloren. Also er hat ein bisschen abgenommen in dieser Zeit. Das bleibt immer noch sensationell, das Ergebnis, ja? Denn mit dem, er hat minimal abgenommen. Aber man könnte dann doch, nachdem es auch einen gewissen Anstieg der Ketokörper gab, dann wieder auf den Fasteneffekt schließen. Warum das so war, kann ich nur vermuten. Aber es war von den Rahmenbedingungen schwierig, weil ich 10 Tage an der Klimaanlage des Krankenhauses hing. Und das war nicht so witzig. Das habe ich direkt gemerkt. Ich denke mal, das würde man in einem zweiten Versuch, der geplant ist, vermeiden. Zwei Jahre nach unserem ersten Treffen besuche ich Dr. Werner wieder in seinem Urlaubsort am Neuenburger See. Es gibt aber nur bedingt Neuigkeiten. Er lebt noch immer, ohne zu essen, die Studie in Bern ist noch immer unveröffentlicht, aber er hat einen neuen Versuch an der Universität Prag unternommen. Die Studie in Prag entstand dadurch, dass die Berner Studie nicht veröffentlicht wurde bis dato und dass man sich sagte, naja, jetzt machen wir einfach mal weiter oder fangen wieder von vorne an. Und es war abgesprochen vorher, dass was auch immer da dokumentiert wird, soll veröffentlicht werden. Und dann, als dieser Versuch zu Ende war und die Ergebnisse vorlagen, da wurde von der Seite der Studienleitung dann gesagt, nein, also es wird nicht veröffentlicht, ohne Begründung. Die Wissenschaft reagiert so ein bisschen so nach dem Motto, also entweder der spinnt, dann haben wir ein Problem, oder der hat recht, dann haben wir auch ein Problem. Also lassen wir es sein. Nach mehrmaliger Anfrage verweigert der Studienleiter in Prag übrigens die Stellungnahme vor der Kamera, genauso wie der leitende Arzt in Bern. Im Endeffekt ist da natürlich eine Bedrohung da für das wissenschaftliche Weltbild der Schulmedizin. Die Universitätsmedizin, die ist nicht in diesem Sinne naturwissenschaftlich, ja, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, von einem Physiker oder Chemiker. Wenn so ein Physiker sagt, Schwäne sind weiß, dann ist es eine Hypothese. Und dann, wenn Sie 100.000 weiße Schwäne gefunden haben, ist das immer noch eine Hypothese. Wenn die den ersten schwarzen Schwan finden, dann gehen die dem nach, ob der gefärbt ist. Und wenn der echt ist, dann fällt die Hypothese mit diesem einen schwarzen Schwan. Da haben Sie schon recht, nicht, wenn so etwas prinzipiell möglich wäre, egal ob es bei einem oder bei 100.000, nein, dann würde das natürlich einiges auf den Kopf stellen und müsste natürlich auch die Naturwissenschaft dazu veranlassen, ihre Denkungsweise zu überprüfen. Nicht? Ungeachtet der Diskussionen im Fall Werner dürfte es in Indien bereits seit 2003 eine Studie geben, die das Phänomen Lichtnahrung auf verblüffende Weise zu bestätigen scheint. Durchgeführt an einem Yogi, der angibt, seit Jahrzehnten weder zu essen noch zu trinken. Aber was steckt hinter diesen unglaublichen Berichten im Internet?
Natürlich möchte ich diesen mysteriösen Yogi treffen. Und ich bekomme die seltene Gelegenheit, ihn in seinem Geburtsort zu filmen. Mataji Pralladiani lebt normalerweise in einer Höhle in den Bergen, aber einmal im Jahr kommt er zu seiner Familie, um das heilige Navaratri-Fest zu feiern. Hier wird der Yogi als Heiliger verehrt, denn seit einer göttlichen Erscheinung im Alter von 7 Jahren soll er keinen Bissen essen und keinen Schluck Wasser mehr zu sich genommen haben. Asal sudah pemna divas bar 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 bagi. Makari malak masrasati. Pen benai mana kita calo mal satu yang bulu semika apa tu yang sih? Tiada tu. Pas mika pertama tu suka risau. Pemala tiba dusban. Kawa pelawan tu tiba dusban. So, satu memori. Ja, also 60 Jahre ohne Wasser und ohne Essen und ohne Energie, das glaube ich schlicht und einfach nicht. Das ist denkunmöglich. Ich habe es mir abgewöhnt zu sagen, das gibt's nicht, sondern ich sage eigentlich nur mehr, ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt in Indien ja eine richtige Tradition diesbezüglich von Menschen, die ohne Nahrung leben. Das, was auffallend ist und was sich wie ein roter Faden durch alle diese Geschichten zieht, das sind Behauptungen von Einzelpersonen. Und es gibt keinen einzigen objektiven Nachweis. Natürlich, wenn in so vielen Traditionen solche Berichte existieren, warum sollten die alle gelogen sein? Das ist ja völlig unrealistisch. Ja, gut, dann wäre es ja interessant, dass man dann sozusagen massiv 4, 5, 6 Leute zusammenfindet, die eben vertrauenswürdig sind und die könnten ihn dann beobachten. Nicht? Dr. Sudhir Shah, I am Director of Neurosciences at Sterling Hospital, a city-based corporate hospital of a very high stature. One doctor telephoned me that he is aware of a person, that is Pralladiani, who is not eating, not drinking anything for nearly 64 years. I was very skeptic to what all he said, and I laughed it out. I said, I think it's unbelievable. Are you talking? Have you got any evidence for that? You know, Doctor, I'm just telling that these people have brought him to me, and I know this Mataji for some time, and if you would like to study, I can ask him to see you. One day he came to my office and said that, I'll allow you to investigate, but nothing invasive should be done in my body. I said, you will have to be in the hospital under continuous video monitoring. And if you are true, I will put your good remarks to the world. If you are wrong, I will have to literally undress you. In the sense, this is cheating. If you are prepared, then come. So Dr. Sudhir Shah approached me regarding this Mataji. And for the medical science, this is not possible. I was so hopeless to begin with that I thought that it would not continue for more than 24 hours. The project of Pralladiani or Mataji to prove that he is not taking anything. He is not taking food, not taking water, nor passing urine and not passing stool. This had to be proved only physically. You have to keep a watch on him and it could be proved. So it was constantly observation under my supervision. All the security personnel was from the hospital side, and it was a camera observation. I started my mind that he is cheating and this is not going to continue. So from day one only, I took all possible measures to see that he is not left alone for a moment.
We went on changing the security. We went on changing the cameramen so that they cannot make any problem. We went on putting two cassettes simultaneously so that even while changing the cassettes, he may not pass urine. At the end of the project, our conclusion was Mr. Prahlad Jani did not take anything orally, neither fluid, nor water, nor food during these 10 days of our project. Number two, Mr. Prahlad Jani did not pass urine or stool during these 10 days, although we could see formation of urine in his bladder, which was reabsorbed from the bladder. I was doing his sonography twice a day for 7 days, morning, evening. And there was ups and downs. One time it is 400 ml, then 200 ml, 300 ml urine. But at the end of the study, gradually there was no urine in his urinary bladder. He was claiming that he is absorbing the urine in his body, which was difficult to explain as far as the science is concerned. We did have a protocol which included complete blood count, ESR, renal function test, endocrinal test, liver function test, and all x-rays, including whole body CT scan. The surprising part was all his organs were normal, morphologically. His chest was clear, kidneys, liver, spleen, everything was normal. Everything was normal and there was no even changes because of the age. I mean, all possible things that could be done non-invasively in this hi-fi corporate hospital with the help of so much involved consultants who are all, most of us are trained abroad also. And we were just scratching our head as to this, the greatest surprise that we saw in our lifetime so far. Es ist für mich faszinierend und voll, wirklich vollkommen unverständlich. Es ist jenseits meiner Vorstellungskraft und ich habe das jetzt gerade das erste Mal gesehen und es hat ja, also wenn Sie mir das so erzählt hätten, hätte ich gesagt, ich glaube es nicht. Er hat über 10 Tage weder uriniert, noch hat der Stuhl unter sich gelassen, noch hat er irgendetwas getrunken, noch irgendetwas gegessen. Und es gibt die Laborbefunde von ihm. Man würde sich erwarten, dass die harnpflichtigen Substanzen haushoch sind. Das ist eine absolute Bombe. ઓટોમેટિક બધું એના હશે બંધ થઈ ગયું. કોઈ કદાચ કોઈ તમારા જેવો પ્રેમી હોય ને કઈ મોઢામાં આપે તો 10 ગણું નીકળી જાય. હા, આમાં આવી પરીક્ષાઓ કરેલી લોકોએ. ત્યાંથી પછી એ મહાબલેશ્વરના જંગલમાં ગયા. એટલે 6 વર્ષ સુધી બહાર જંગલોમાં રહ્યા તપશ્ચર્યામાં. અને અંબાજીમાં આ જગ્યા એમને આ અત્યારે હાલ જે જગ્યા છે એમને પસંદ કરી. ત્યાં હાલ છેલ્લા 30-35-40 વર્ષથી ત્યાં તપશ્ચર્યા કરે. હા, મારાથી 2 વર્ષે નાના છે, મને 80 થયા. એટલે 78 એટલે 68 વર્ષથી તો આ 70-70 વર્ષથી તો આપણે ડૂબડૂબ જોઈએ છીએ. કંઈ ખાતા પીતા છે નહીં, જાજરું નથી જતા, પેશાબ નથી જતા. જે કંઈ પાવર છે એનો પાવર છે. મા કાવી મહાલક્ષ્મી સર, આ મહાલક્ષ્મી આવે કંકુપડા વાત સાચું જાય. પછી આપણે ભાનપુર પ્રકાશ પહેલું તું જ આવે, તું જ આવે એટલે આપણી આકૃતિ બંધાય સ્વરૂપ. પેન કાર્ડ ફેંકવાનો છે, પછી વિજ્ઞાનીઓને પેન કાર્ડ ફેંક્યો કે ભાઈ આ તમે શોધો શું વિદ્યા છે અને કેવી રીતે જીવી શકાય છે. એટલે અત્યારે 4 વસ્તુ તો આ બધું ચાલે છે.
This is a bomb. The whole science has to be rechecked. Something is there. And what is that something? We have to find out. Möglicherweise gibt es da etwas. I mean, there's a 100% truth in this. And if it is a truth, it is for the scientific world to now answer this question. Kann durchaus sein, dass hier Phänomene eine Rolle spielen, die der Naturwissenschaft so nicht zugänglich sind. Die Naturwissenschaft hält das für undenkbar und für unmöglich. Das heißt noch nicht, dass in den anderen Denkrahmen das nicht doch möglich ist. And there is not one case, as I mentioned, there are now many cases. So it must now open up the mind of Western scientists and, you know, why I call Western scientists? Because Oriental people intuitively and culturally are aware of yogis and sadhus and mahatmas. I am a traditional Ayurvedic physician. Means my father, my grandfather, my maternal grandfather, everybody was an Ayurvedic physician. And each and every real Ayurvedic physician will turn into a yogi. This type of incident of a person not taking food for years together is an exceptional case. In a routine life, everyone needs to have food. But my spiritual and Indian spiritual science, or rather I should say Eastern, this part of the world have developed a special process through which they can live without food. In seiner weltberühmten Autobiografie eines Yogi hat Paramahansa Yogananda erstmals für die westliche Leserschaft eine indische Yogini beschrieben, die bereits im Alter von 12 Jahren eine Technik erlernt hat, um gänzlich ohne Essen und Trinken leben zu können. Giri Bala. Yogananda verweist auch auf die Sutren des Patanjali, die Bibel der Yogis, in der schon vor Jahrtausenden eine Technik beschrieben worden ist, die es ermöglicht, nur von Luft und Sonnenlicht zu leben. The light from the sun enters the brain, charges the brain, and through it the whole body is charged. There is no hunger, there is no desire for food, and that's what happens with the power of the sun. So it's a very easy practice. Sun is the original source of energy, what we eat. The body has a mechanism to receive sun energy, convert it into any other form of energy required. And this is what happens when you look at the sun during safe hours. From 1962, I was reading on the benefits of sun gazing, hinted from the mother of Aurobindo Ashram, and in 1992, I decided to apply this in my life. And so I retired from the business in 1992, and now my sole mission is spreading this message. Im Mai 2008 habe ich Hira Ratan Manik nach Wien eingeladen. In Indien hat er bereits ein 411-tägiges Wasserfasten unter ärztlicher Aufsicht absolviert. Jetzt will ich ihn mit Professor Luger von der Wiener Uniklinik bekannt machen. Hallo, how are you? Beliefs do change. This practice should be encouraged by all open-minded people. So, what is so hard for me is to understand every day 100,000 people die because they do not receive enough food. This is
My question to you, what would be your explanation that such a simple and ubiquitous available thing is not used more by the human beings? Sun gazing is not a process to make you less eating or non-eating at all. It's a process by which you get mental health, you get physical health, you spiritual health, and if you so desire as your byproduct, you can eat less or even remain without food for many, many months and years even. This is what I wanted to say, that merely saying that sunlight is falling and you get energy, no, that is not correct. It has to be taken inside your body in a systematic, scientific way. There are protocols, and if you follow that, then you definitely get the benefits. I belong to a religion called Jain religion, where this fasting is one of the traditions, and Jainism always advocates that one should try to eat less and less and less. Ahmedabad im Nordwesten Indiens ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Jains weltweit. Hier will ich mehr über die Religion herausfinden, deren Ziel es ist, so wenig wie möglich zu essen und deren Prinzip der Bedürfnislosigkeit so weit geht, dass die Mönche, die Jain Sadhus, sogar auf Kleidung verzichten. Digambar Sadhu is now very few and they are almost residing in jungles, not in the city. You can find hardly in cities, very hardly. Jain Sadhus are not using any vehicles. They are going always by foot. They have no house. They have no wealth. They not keep a single money with us, single rupee, because of happiness. In Jain, they say that try not to go for any violence first. So in fasting also, the main purpose is for violence. If you are not taking any food, then the violence principle will keep alive. Normally in Ahmedabad, mass kamad, we can say, that is up to 1 month, is a very easy fasting. Everybody can fast. Even a small boy of 4 years, 3 years, 2 years, they are fasting here and in a strict manner, our Jain religion manner, not taking any food. So many persons are not taking even water. Without water, they can resist to 6 months. If your willpower is strong, not necessary for any energy. Das sind uralte Traditionen, die haben gute Erfahrungen gemacht. In Religionen finden wir das sehr durchgängig. Mohammed hat gesagt, Beten führt auf halbem Weg zum Himmel, Fasten führt den ganzen Weg an die Schwelle des Himmels. Und es hat eine lange Tradition, dieses Leben ohne physische Nahrung. Und dann gibt es ja auch natürlich in unserer Tradition diese Berichte darüber. Ja, also die Therese Neumann von Konnersreuth, die hat ja offensichtlich in der Nazizeit immer nur eine Oblate gegessen am Tag. Und die Nazis hatten ja nur kein großes Interesse an einer katholischen Heiligen. Also man hat es kontrolliert. Also das ist ja ein Fall, der ist so halbwegs dokumentiert. Sie hat also nahrungslos gelebt von 1926 bis zu ihrem Tod 1962. Die Wissenschaft hat sich auch mit der Nahrungslosigkeit beschäftigt, soweit das möglich war. Da ist das erste natürlich diese medizinische Untersuchung und Kontrolle 1927 im Juli über die 2 Wochen. Man hat dann abgebrochen, weil nach ärztlichem Urteil Therese Neumann schon tagelang tot sein hätte müssen. Also sie hat keinen Hunger gehabt, sie hat auch nicht essen können. Sie, auch wenn sie gewollt hätte, hätte sie nicht essen können. Sie hat einfach keine Nahrung runtergebracht. Für mich war es ein Wunder, ist es ein Wunder. Für einen Gottlosen wird Konnersreuth immer auch natürlich ein Streitfall sein und der wird immer sagen müssen, das ist nicht natürlich zu erklären. Es gibt kein Naturgesetz, das das beinhaltet. Also muss es ein Schwindel sein.
Unerklärliche Fastenphänomene entdeckt man bei näherer Betrachtung in der abendländischen Geschichte viele. Neben dem bekannten Nikolaus von Flüe finden sich vor allem in der christlichen Mystik des Mittelalters zahlreiche, oft in Vergessenheit geratene Fälle, wie etwa Alpai von Cudot, die nach einer schweren Krankheit durch Visionen geheilt wurde und den Annalen zufolge bis an ihr Lebensende nahrungslos lebte, so wie es bei christlichen Heiligen immer wieder beschrieben wird. Die häufigsten und ältesten schriftlichen Zeugnisse über die Kunst, ohne Nahrung zu leben, gibt es aber in der chinesischen Tradition des Taoismus.我们具体一点说，在武当山呢，有两，就是有记录的两千多年前呢，就我们中国的战国时期，就已经有人在这里修炼辟谷这个过程，就已经有了。什么叫辟谷啊？在中文的这个字义上说是谷，就是食物；谷就是五谷，啊，辟就是避开。我们不去吃这个食物，还能得到健康，还能得到生命。这就是字面上所阐述的。 在武当山呢，很早的时候，就已经有人在武当山通过修炼，达到一个辟谷的这个现象。 是因为啊，他们通过修炼练气足了以后啊，有很多年都可以不用吃饭。因为实事求是啊，通过这个辟谷啊，确实是要一个境界，你练功感觉非常好的时候，这个辟谷啊就自然而然了。如果是啊，你强行的辟谷，听说辟谷能有什么好处，你跑过去辟谷不吃饭。 这样会伤身体的。所以我们讲啊，辟谷术它的存在，并不是说人呢都可以随意去练习，你必须有掌握正确的方法，有专门的老师或者是道长所指导。 辟谷啊，实际上是练气功和内功啊，都道家气功和内功产生了一种境界，并不是有意识的去绝食。所以辟谷术啊，一定要选择这个地点，这里是周边没有污染、负离子、氧气充足的地方。当然，在城市里边呢，它很多气场是混乱的。 它的很多这个能量是无序的，它给人带来的气场，包括负阳离子，对人体吸收啊，都它是有一定的弊端。在道教内丹功当中，有一个口语叫做“气满不思食”，就是你的元气啊，你的能量很充足的时候，不需要再吃东西了，那就会出现一种境界，达到了辟谷。 Das Qi gehört unser Körper unsichtbar Seite. Chinesische sagen, ich lebe nur von Qi. Das ist Bedeutung, wenn ich nicht esse und ich öffne meinen Körper, ich kann auch von Natur, von Energie leben. Jedenfalls, Energie hat auch eigenes Weg. Dieser Weg, man nennt Meridian. Meridiane haben mit Nervenbahnen, mit Gefäßbahnen, mit Lymphbahnen merkwürdigerweise auch nichts zu tun. Sie sind in diesem Regelkreis nicht zuzuordnen. Es gibt eigentlich, ja, man muss das fast sagen, rein nicht im morphologischen Sinne, aber im funktionellen Sinne,
ein viertes System im Organismus neben Gefäß-, Nerven- und Lymphbahnen, ein Akupunkturbahnsystem. Vor 35 Jahren wurden wir sehr scheel angesehen, dass wir uns als Schulmediziner dieser chinesischen, unverständlichen Methode widmen und haben unsere gerüttelten Schwierigkeiten gehabt. Weil per se mit unseren Methoden wird dieses Qi, wie uns das schulmedizinisch, physikalisch, physiologisch vorstellen, nicht messen können. Aber bei chinesischer Medizin, wir sagen, wir leben von Qi. Das heißt, uralte Menschen weiß, das Leben nicht unbedingt von Nahrungsmitteln, sogar kann von Sonne, von Licht, von Energie. Ich heiße Tingying, ich komme aus China. Seit 1993 lebe ich im Bigu-Zustand. Und habe ich auch erlebt, absolute Bigu, gar nicht essen, habe auch nicht trinken braucht. Morgen. Zum Beispiel, wenn ich zu viel Energie arbeiten muss, ne? Und auch ich habe keine Zeit für meine eigene Qigong-Übung, dann brauche ich manchmal ein bisschen Obst zu essen, aber sehr wenig. Meine Bigu-Zustand habe ich durch eine Energiebetragung von dieser Gründer von Tiangong, Großmeister Le Tian. Und er hat in einem großen Stadion diese Bigu-Energie übertragt und ich habe die Energie bekommen. Seitdem lebe ich im Bigu-Zustand. Natürlich, dieser Zustand nicht jeder Leute bekommen kann. Und gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erster Zugang möglich, lernen eine Bigu-Qigong-Übung, bis dieser Zustand bekommen. Zweite Möglichkeit durch einen Qigong-Meister, durch diesen Qigong-Meister eine Energieübertragung. Und warum, weiß ich auch nicht. Aber von unserer Erfahrung, das hatte großen Erfolg. Bigu Ma Se. Bigu, Bigu, Bigu Ma Se. Ich habe keinen Heißhunger mehr. Das ist ein Wunder. Ich hatte nur Appetit auf Kekse. Also ich habe ja nur Kekse gegessen. Kuchen, Brot. Nachher die Energieübertragung, ne, zum Beispiel, manche Teile sofort spüren, ich bin satt. Ich habe keinen Appetit. Oder wenn ich denn mal mit der Familie am Wochenende, ne, normale Portion, so ein Hunger, wenn ich denn esse, dann ist es so viel. Wenn die Menschen halt noch keine Bigu erlebt haben, die finden, Essen ist diese beste Genießen. Ne? Aber wenn wir Bigu erlebt haben, sie finden, dass Bigu ist die beste Genießen. Die Fähigkeit, ohne Essen zu leben, ist offensichtlich unabhängig von bestimmten Praktiken oder Traditionen. Das wird mir immer klarer und bestätigt sich auf verblüffende Weise bei meiner Reise nach Südrussland. Баранова Зинаида Григорьевна перестала употреблять физическую пищу в 2000 году, 26 марта, а не пить физическую воду, там я не сказала, 18 апреля этого же года. Вероятно, потому что я не имела знаний о том, что можно так будет жить без применения физической пищи и воды. Я просто оздоравливалась. Начиная с октября 1993 года, стала вегетарианкой, занималась нетрадиционными методами оздоровления. Да, я получила, как я говорю, внутреннее осознание, что можно попробовать не есть. Совершенно не боялась
Я шла в полном доверии к высшему водительству, и поскольку это была не моя идея перестать есть, а рекомендация через мое осознание как рекомендация свыше, я спокойно пошла на этот эксперимент. Уже теперь не воспринимаю пищу как удовольствие или как радость. И меня это не смущает, что люди едят, а я не ем. А что касается радости, так ешь много вокруг и другой. Просят аудиенции, просят побеседовать. И как только она заходит в комнату, говорят, что вы шарлатанка, вы обманщица. Вот, я усаживаю в кресло и спокойно продолжаю беседовать с этим человеком, не пытаясь его переубедить. Потому что бесполезно переубеждать человека, если у него уровень сознания еще этого не понимает. Ну, во-первых, нужно было бы им дать знание о том, что человек – это не только физическое тело, что если рассматривать нашу матрёшку, русскую матрёшку, в которой много различных куколок, и самая маленькая там внутри матрёшка – это вот есть физическое тело, а всё остальное – это энергетические тела. Так вот, чтобы ученые предлагали прям свои, так сказать, услуги. Нет. Вот единственное, это вот Русинов, руководитель медицинского центра биоэнергетической безопасности, и который вот использует методику Кирлян. Сейчас мы проведем съемку с Зинаидой Григорьевной. Мы сняли проекции пальчиков Зинаиды Барановой. Сейчас мы получим на экране общую картину биополя. Картинка представляет состояние идеальное. Значит, вот совершенное поле. Это поле спортсмен, мастер спорта по биатлону. Вот поле. Это поле проблемное. Это поле тоже. Проблемное поле. Это вот воздействие компьютера на организм человека. Состояние здоровья Зинаиды Григорьевны находится в идеале. Возможно, есть еще люди на земном шаре, достигшие такого совершенства. Их порядка 30 тысяч сейчас зафиксированы. Люди, которые питаются солнечной энергией, возможно, имеют такую жалобу. Вот он мне проводил мониторинг, и я, кстати, вот вам дарю. Ja, das schaut wahnsinnig toll aus. Also das würde ich mir wünschen. So ein Human Energy Field, das wirkt auf mich, von meiner Erfahrung her, perfekter Energiezustand. Der Effekt, auf dem das Ganze basiert, diese Gasentladungsvisualisierung, ist der Kirlian-Effekt. Da werden vielleicht viele aufschreien, weil dieser Effekt sehr oft verbunden wird mit irgendwelchen dubiosen Dingen. Es gibt aber inzwischen eben die Möglichkeit, diesen Kirlian-Effekt wissenschaftlich auszunutzen. Wir haben damit eine Möglichkeit, das menschliche Energiefeld aufzuzeichnen. Ich glaube, dass dieses Human Energy Field vergleichbar ist mit dem, was die chinesische Medizin unter Qi unter der Lebensenergie versteht, wo man immer mehr draufkommt, dass die Größe dieses Feldes ein Parameter ist für den Energiezustand des Menschen. Also so ein energetisch schönes, gerundetes, gleichmäßiges Diagramm sieht man höchst selten. Also wenn die Frau wirklich nicht isst, wenn das tatsächlich stimmt. Sie trinkt auch nichts. Sie trinkt auch nichts. Also die seit 2000 sagt, sie trinkt sie auch nichts. Как еще можно доказывать медикам? Факт, вот он, факт. Что еще нужно доказывать? Что это возможно? Так вот, оно же уже есть.
everything a doctor or a scientist says about a human system regarding nutrition is absolutely true when the brainwave patterns are anchored in what I call the beta frequency. But as soon as you start to engage in a spiritual lifestyle of meditation, of prayer, of service, of being in company of truth, of silence, of nature, of listening to devotional music, these sorts of things change the way the brain operates, changes the brainwave patterns from alpha to theta, and start to reveal amazing hidden capabilities within the human system. Ich glaube, Zweifel muss jeder haben, der in der Schulmedizin erzogen worden ist. Es widerspricht dem, was wir gelernt haben. Und man kann höchstens sagen, ich verstehe viel nicht. Und das ist halt etwas von dem, was ich nicht verstehe. Es wird einem nicht unbedingt leichter gemacht, auch durch die Daten, die wir von Hirarat und Manlik erhoben haben. Er ist ja zum Beispiel nicht einmal normalgewichtig, sondern er hat ja eigentlich zu seiner Körpergröße eher ein Übergewicht, weil er ist 1,75 und hat 84 Kilo. Das ist natürlich schon mal extrem ungewöhnlich, dass er sich das ganze System so stabilisieren kann ohne massiven Gewichtsverlust. Also woher kommt das? Aber er hat sicher andere Phänomene, die wir eben nicht untersuchen können. Also diejenigen, die hier sicherlich mehr dazu beitragen können, die müsste man fragen, sind die Physiker. Ich kenne außer den Gesetzen der Physik keine Gesetze, die mir eine Antwort geben könnten auf solche Fragen wie: Wie machen das die Zellen, dass sie 100.000 chemische Reaktionen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle in der richtigen Weise auch durchführen? Die machen es eben, wie wir heute wissen, durch Biophotonen. Diese Biophotonen sind eine Lichtemission, die also zum Beispiel von der Sonne ausgestrahlt werden. Eine chemische Reaktion tritt nur dann auf, wenn sie vorher mit Licht aktiviert worden ist. Diese schwachen Strahlen in der Zelle übernehmen diese Regulationsfähigkeit. Sie sind dafür verantwortlich, dass das alles perfekt ablaufen kann, ohne jeden Fehler. Auch wenn wir Nahrung aufnehmen, dann hat diese Nahrung die Bedeutung, das Sonnenlicht, was sie vorher gespeichert hat, auf den Verbraucher zu übertragen, sodass er sich optimal organisieren kann. Also die Organisationsfähigkeit des Verbrauchers kommt nicht durch die Moleküle zustande, die er zu sich nimmt, sondern durch das Licht, das er aus den Nahrungsmitteln regelrecht aufsaugt. Nehmen wir das Beispiel Zucker. Zucker besteht aus Kohlendioxid und Wasser. Kohlendioxid wird durch die Lunge, durch die Atmung ausgeschieden, das Wasser durch die Ausscheidungsorgane. Was zurückbleibt, ist das Licht. Wir leben im Wesentlichen nicht von Stoffen, von Substanzen, von Molekülen, sondern wir leben von Informationen. Die Verbrennung ist ein reiner Energieprozess, der natürlich auch damit verbunden ist, aber der ist nicht sehr wesentlich. Wesentlich ist die Lichtspeicherung und die Lichtversorgung des Organismus, weil der Organismus ein Lichtwesen ist. Deswegen kann der Organismus auch, oder so wird wenigstens behauptet, theoretisch könnte er es auch, auf feste Nahrung verzichten und allein nur vom Licht leben. Theoretisch ist das möglich. Of course, it's very easy for people to dismiss the idea because they say, well, there are an awful lot of people out there who are starving to death. And clearly, if they could eat light, they would do it. So there's something that, which is not an obvious effect. You may require 40 years of meditation experience before you can get to the point where you can do this. Well, if you're starving to death, you don't have a chance to spend 40 years meditating. It's too late.
Warum manche Menschen anscheinend ohne Essen überleben können, während die anderen verhungern, verstehe ich noch immer nicht. Diese Frage führt mich nach Kalifornien ans Institute of Noetic Sciences, zum Bewusstseinsforscher Dean Radin, der mir einen Einblick in die Welt des menschlichen Bewusstseins gibt. Consciousness seems to be an organizing principle, something that creates order. So sometimes you get to say, well, what is the difference between a living person and a non-living person? 2 minutes before they're dead, the only difference is, and in one case, there seems to be a conscious awareness, and when they're dead, there's no conscious awareness anymore. Well, then maybe conscious awareness is something like an organizing principle. It's something that organizes energy. And if you extract that organizing principle from the body very quickly falls apart. Dean Radin erforscht seit über 25 Jahren im Auftrag der US-Regierung und verschiedener Forschungsinstitute Phänomene und Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins. Er ist der perfekte Mann, um zu fragen, inwieweit es möglich sein kann, den Körper alleine durch die Kraft des Geistes zu ernähren. The tradition is worldwide. There are breatharians, there are people doing the practice of Bigu. And these traditions, I think, are taking advantage of the fact that what we really need to survive is ordered energy. That's what we actually consume. The reason why plants and indirectly animals are useful is because they are a way of taking the coherent energy of the sun and storing it, making it even more coherent, and then we eat that. And so what we're eating is not so much the physical nutrients as the energetic. And this fits in then with this experiment that we did using chocolate. What we did was one group would get the commercial chocolate, which is not, quote, treated by intention. And the other group, blindly, would receive chocolate that had been placed in the vicinity of very long-term Tibetan Buddhist meditators. And the meditators were told to take the intention of anyone who would consume this food would feel an increased sense of vitality and energy and improved mood. And at the end, we did the analysis, and what we found was a significant increase in better mood in the people eating the treated chocolate as compared to the non-treated chocolate. And if you take it to its extreme case, it may be that through intention alone, you're able to extract whatever you need from a surround to maintain your physical condition. Bei uns gibt es ja seit Jahrzehnten ein Sprichwort, Glaube versetzt Berge. Ne? Das heißt, diese Phänomene, dass man mit der richtigen Einstellung, mit dem Bewusstsein was erreichen kann, ist ja nichts Neues letztendlich. Aber dass es so weit geht, ist uns nicht bekannt. Ne? Also das Einzige, was wir heute wirklich wissen, was die Lebenserwartung erhöht, also wirklich Anti-Aging-Effekte hat, ist wirklich karge Ernährung. Wenn man Versuchstieren, von Ratten ganz unten bis zu Primaten, also Affen, wenn man denen einfach Fastfood gibt, dann reduziert man deren Lebenserwartung um 30%. Wenn man denen aber jetzt eine karge, artgerechte Ernährung gibt, dann erhöht man die Lebenserwartung um 25%. Sehen, wenn man Tiere chronisch ein bisschen so ein Energiedefizit gibt, dass die ganz einfach älter werden. Und jetzt ist die Überlegung, das auch auf den Menschen umzusetzen, und da gibt es die ersten Untersuchungen und Studien. Nur aus der Praxis weiß ich, dass es für uns oder für einen Durchschnittsösterreicher sehr, sehr schwierig ist, in ein chronisches Energiedefizit hineinzukommen. Meine Botschaft wäre jetzt nicht, Leute, alle essen zu viel, ihr müsst viel weniger essen und müsst nur noch gesund essen, sondern bewusst essen. Aber vor allem Bewusstsein, es geht überhaupt nicht ums Essen letztlich. Es gibt andere Energien. Wenn der Mensch sich dafür öffnet, sind unglaubliche Dinge möglich, die die Wissenschaft noch nicht erklären kann. Zum Beispiel, dass jemand nicht essen muss. Da gibt es eine ganze Reihe Hinweise, und in der
der Physik ist es ja schon viel weiter. Da ist der Paradigmenwechsel passiert. Classical physics is the everyday view of the world with things moving around, exerting forces on each other, and that doesn't explain the behavior of atoms and so on very well. So eventually what we call the quantum theory was devised, and quantum mechanics seems to get into problems unless you take mind or consciousness into account. I suspect that Eastern philosophy has the right, it's broadly speaking on the right grounds, and their mind is more fundamental. Science is now agreeing that without consciousness as a causal agency of the world, we cannot understand, we cannot make sense of quantum physics. We are shocked to find that what the ancient mystics used to say, consciousness is the ground of being, is the correct view of the world, not the one that science has proposed for the last and accepted for the last 400 years. Until 20 years ago, most scientists simply ignored consciousness. It wasn't part of science. But of course, it exists. So quantum theory gives us a very different view from the old 19th century materialist view. Consciousness is a field of possibilities. And I think the realm of consciousness is the realm of possibility. And our minds are systems of fields. I don't think they're confined to the insides of our heads. I think our minds extend out far beyond our heads. Das, was wir Geist nennen, hat die Kraft, das Potenzial, das, was wir Materie oder Körper nennen, zu steuern und zu schützen auch in dem Sinne. Das wäre heute eigentlich reif, Allgemeinwissen zu werden, weil es gibt da manche Versuche, auch naturwissenschaftliche, die eindeutig zeigen, dass wir die Materie geistig beeinflussen, wie man eben in diesen Peer-Versuchen in Princeton University gezeigt hat. Da hat man so ein System gemacht, zum Beispiel mit vielen Kügelchen, die mussten dann über ein System so herunterfallen, dass es unbeeinflusst eine sogenannte gaußsche Normalverteilung gibt. Und die Leute hatten die Aufgabe, Leute von der Straße, also keine besonders Begabten, das in dem Sinne zu beeinflussen, dass das von der normalen Verteilung abweicht. Also zu viele links oder zu viele rechts dann wären. Und man hat gesehen, das funktioniert. What is exciting here is that we can go into a laboratory, a physical science laboratory, and generate effects that relate to matters of the spirit, of the soul, of the will, and affect balls coming down a cascade, and affect bits coming out of a little microelectronic box. All of the results that we claim effects on are the result of many tens of thousands or even millions of repeated trials. And we're seeing again and again and again this shift in the direction of intention.
It's clearly a real effect. We have no doubt of that. But what comes out of this, and I think this is the excitement, is that the mind is much more powerful than that. The mind is not only observing, the mind is creating. The mind is capable of producing effects. And that's mind-blowing, if you excuse me. As soon as we abandon the idea that the mind is confined to the inside of the head, if we accept that the mind depends on fields which extend far beyond the head, then there's no problem in accepting these phenomena. They fit into an enlarged view of the mind. They're just the kind of thing we would expect if the mind extends beyond the brain. The instant the possibility arises that mind might be non-local, that it's not just in there, but it spreads out a little bit, well, how far does it go? And the answer is it goes everywhere. It's connected to the entire universe. And we really should begin to think in terms of a connection to everything. We live in a distributed mind. It's like a little bit like looking out over an ocean where there are waves popping up. Each peak on those waves that pop up is like an individual. Feels separate, but at a deeper level, there's actually connectivity with all the rest of it. That is an extremely important message of the new science. New science is telling us that we are one, literally, underneath our separateness. Now it says that it's stupid to be violent, and it is stupid not to love, because we are connected. We are part of the world. We're not merely passive observers. We create the world, each of us to a very tiny degree, but collectively to a significant extent. The world is a construction of human consciousness. Nicht, dass die Leute aufhören zu essen und zu trinken, das ist nicht entscheidend, das ist nicht der Punkt. Sondern, dass an dem Phänomen Lichtnahrung viele Menschen anfangen, ihr Verhältnis zur Materie, auch zum Essen und zum Trinken, neu zu sortieren. We have to hypothesize alternative forms, alternative source of energy, and that is the real thing which I'm looking at. I'm not looking at this one case. I'm looking the force behind that, and that is really going to change the future of mankind. But I'm pretty sure. Take it from me.